Ich glaube, ich habe den Untertitel jetzt ausgemacht. Techniken. Kampfhaltung. Geist. Ich guck mal, ob ich bei Samurai irgendwas machen kann. Erkundung. Wind der Erscheinung. Folge dem leitenden Wind, um Gegenstände zu entdecken, denen du dein Aussehen anpassen kannst. Er interessiert mich eigentlich nicht. Antonio Rachab. Oh. LOL. Oh, oh, Tanz des Zorns. Alter. Okay, ja. Himmelschlag, den finde ich super. Sprengpfeil, auch okay. Weg der Flamme. Alter, guck dir das mal an. Guckt euch das mal an. Weg der Flamme, wie geil ist das denn? Unsterbliche Flamme, Iwikawas Rache. Alter Schwede, gibt noch so viel. Gibt noch so viel. Verzögerter Schlag. Probieren wir es mal. Was ist das? Perfektes Ausweichen. LOL. Geil. So, Ausweichen haben wir fertig. Nächstes nochmal Ablenkung. Passt. Läuft doch eigentlich ganz gut. 19 von 24 ist jetzt nicht so optimal. Aber ich weiß halt auch nicht, wo es weitergeht, ne? Wie wir ja teilweise wissen, können ja Mongolen auch durchaus schon befreite Gebiete wieder besetzen. Ich würde es diesmal so machen, dass ich gar nicht erst großartig hier absuche, wo hätte wie wo was sein können. Sondern, dass ich einfach mal... Alter, hast du mich jetzt erschreckt, Sora. Wir schaffen das schon. Dass ich vielleicht einfach mal den Weg erkunde und guck da hier zum Beispiel, da hinten ist viel Rauch. Das könnte hier irgendwo sein. Dann gehe ich doch einfach mal da lang. Was ist hier? Das sieht nach einem Trainingslager aus. Kommen noch überall Rauchschwaden her, ne? Vielleicht gibt es ja was Interessantes. Also sieht schon interessant aus, aber hier ist halt nichts. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Aufzeichnungen. Alter, war das übel. Entschuldigt die Pferdchen. War aber lustig.
Alter, das sieht so geil aus. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme auch so detailliert seht. Das ist der Hammer. Hier war ich doch schon. Säule der Ehre. Krieger, die die Schatten preisen. Oha. Aua. Kannst du mal sehen, das ist Krieg und Zerstörung. So sieht ein Land nach Krieg und Zerstörung aus. Und so friedvoll. Wesentlich schöner als so dieses kämpferische Grau. Das Pferdchen heißt Zora, du Lümmel. Los jetzt, Zora! Dorf im Wald. Futura. Buruta. Der hatte eine interessante Rüstungsfarbe. Muss ich ihn lassen. Das arme Pferd voll weggenatzt. Alles Gefangene. Also Zivilisten. Ich glaube nicht, dass sie da das eine oder andere freiwillig machen. Der bewacht die, damit die ja keinen Stress machen. Ja, fühlt sich wohl stark, hä? Wenn du da bewaffnet gegen unbewaffnete Frauen reingehst, warte mal ab. Das ist doch so doof. Ihr seid frei, entspannt euch, Mädels. Geht alle nach oben. Papa macht das schon. Hallo, Boys. Halt die Schnauze, Schwabbel. Schreib mir nicht so rum, Pferd. Ich tue euch doch nix.
Hätte ich alle was mitgenommen. Übel. Das war ja so nicht geplant. Wo ich ihn jetzt da hoch? Das hört natürlich keiner. Wie kommt der Eimer hier hoch? Wie komme ich denn da hoch? Da ist nämlich noch eins, zwei Leute. Ist doch irgendwo auch ein Auf... Gang nach oben geben. Ich meine, die müssen es ja auch irgendwie machen. Da haben wir doch eine Leiter. Wird während der Dienstzeit nicht geschlafen. Glaub's, geht los hier. So, geht ruhig nach oben. Da ist Ruhe. Könnt euch wieder hinlegen. Ich hoffe, die verpetzen uns nicht, weil die scheinen doch hier relativ friedlich mit den Invasoren zu leben. War ich durch, ne? Hier auch. Jetzt hier weiter. Läuft bis jetzt ganz gut, würde ich sagen. Sind noch Viecher. Wo sind noch von diesen Gammlern welche? Hier eigentlich nicht. Also langsam müsste das Gebiet doch frei sein. Ist doch nur vorbei.
Ich sah einen Vogelschwarm am Himmel kreisen, mein Herr. Ich ging näher und fand einen wunderschönen Ort. Ich saß nur da und schaute, verlor das Zeitgefühl. Wir alle brauchen dieser Tage Inspiration. In Kriegszeiten sollten Krieger solche Orte aufsuchen und Haikus schreiben. Es heißt, die Kunst des Haikus bereite Geist und Körper auf den Kampf vor. Stimmt das, mein Herr? Ja. Doch nicht nur Kriegern kann Poesie zugutekommen. Mhm. Super! Aber wir sind hier noch nicht fertig, ne? Vögel am Himmel kreisen. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier noch nicht durch sind, dass hier irgendwas fehlt. Ich hoffe nicht, dass es buggy ist. Je nachdem, wie groß das ist, ne? Das jetzt alles so ein bisschen mitzählt, dann wird es ein bisschen problematisch. Es stand irgendwo eine Patrouille auf dem offiziellen Weg und ich bin ihm einfach vorbeigelaufen. In irgendeinem Stadttor oder so. Na, da war ich. Da war ich. Töte taumelnde Gegner. Besiege die Mongolen. Lass mich raten, da unten ist noch ein einziger. Ja. Ich würde sagen, fertig. Wegmarkierung, halben, ja, 500 Meter kann man mal nehmen. Sieht aber ganz gut aus. So, es ist auch wieder frei. Diese elenden Lümmel. Hier ist noch alles okay, hoffe ich zumindest. Nicht, dass das auch wieder neu mongolisches Gebiet ist. Aber hier sollte alles red to go sein. Ich glaube nicht, dass die Mongolen heißes Bad fürchten. Ich glaube einfach nur, die haben den A entweder noch nicht entdeckt oder B hatten ein Problem, dahin zu kommen. Ich meine, so langsam haben die ordentlich was zurückgekriegt. Kommt her und kämpft!
drüben. Ja, ist ja gut. Alles wird wieder gut. Es ist vorbei. Ich danke euch. Geht. Kein Problem. Gebt auf euch Acht. Bitte, nehmt dies. Super. Wunderbar. Fürst Sakai. So. Ich schulde euch mein Leben. Ach Quatsch. Also, ja, schon, aber entspann dich mal. Sei einfach ein loyaler Untertan und dann passt das schon. Auch wieder nach Auerbohauer aus. Na, siehste, da haben wir aber wieder was zu tun hier. Ich habe aber keine. Ich habe aber keine Pfeile mehr. Das ärgert mich sehr. Mongolisches Gebiet. Du hättest. Der Lümmel hätte wahrscheinlich auch keinen Dingsbums. Ja, ich bin noch dabei. Bald seid ihr frei. Kettenattentat. Oh, das ist übel. Ich lebe noch. Ja. Danke, mein Herr. Bringt euch in Sicherheit. Seid vorsichtig. Könnte schlimmer sein. Könnte schlimmer sein. Alter, ihr habt ja gerade voll den Arsch gerettet. Du kommst dann, ja, könnte schlimmer sein. Alter, undankbarer Sauhund. Ich meine, die Reisfelder waren auch mal grüner. Wie soll ich denn ein Kettenattentat machen? Das kann sich hier vergessen. Wo leben noch ein paar? Und da hinten. Ne. Super. Hilfe bitte! Ja, jetzt hau mal nicht rum. Erst sagst du, es ist zu gefährlich und dann, wenn es geht, Hilfe bitte! Ich hab's schon nicht vergessen. Endlich!
endlich frei. Vorsicht da draußen. Ja, der Glatte sieht aus wie ein poliertes Ei. All die Toten in Komatsus Schmiede. Den Anblick werde ich nie vergessen. Ich glaube nicht, dass ich das Kettenattentat hinkriege. Ein weißer Hund. Legium Hacinta. Lass sie mich nicht schnuppern. Ist hier noch einer? So. Elf Pfeile. Na, das sehe ich doch schon sehr gerne. Alter, es ist unglaublich. Auf der einen Seite, ja, nie, sie sind zu nah. Meine Gebete wurden erhört. Geht, gebt auf euch Acht. Und dann können sie brüllen wie Affen. So, wo ist denn noch eine Geisel? Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas ist. Das sieht ziemlich heißblütig aus. Noch irgendwas zu sagen? Warum steht denn hier so blöd rum? Den habe ich doch schon befreit. Da hinten? Ist das Gebiet wirklich so groß? Also dahinter, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist zu weit weg auf der anderen Seite. Könnte das immer noch dazu passen? Was meinten ihr? In der Hütte raucht es gerade ganz schön viel. Da wohnte bestimmt Bob Marley drin. Dem sein Mega Johnny, der ist heute noch am Qualm. Hier ist aber nichts drin. Ich verstehe nicht, woher der Rauch kommt. Na gut, dann halt nicht. Dann wahrscheinlich ein bisschen hier hinten in dieser Richtung. Weil hier müssten wir eigentlich alles abgegrast haben. Ist ja kein kleines Gebiet, ne? Sind wir bei 19 von... Ne, 20 von 24. Ja, wir mustern uns, wir mausern uns so langsam.
Das müsste dann 21 sein. Dann haben wir noch 3 Gebiete vor uns, die wir dann noch schreddern müssen, theoretisch. Dann sollte der Käse bald gegessen sein. Kunai gefunden. Warum das Kunai da auch liegt, weiß ich nicht. Aber ist okay. Nehmen wir es mal mit. Da hat er was geblinkt. Vorräte und Blumen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier einfach irgendwas fehlt. Aber wo? Ich glaube nicht, dass es in diesem Gebäude ist. Da oben vielleicht? Aber ich meine, da war ich schon. Ihr da noch eine Idee, wo ich was finden könnte? War ich da oben wirklich schon oder habe ich es da oben vergessen? Würde mich jetzt wundern, wenn doch. Oh. Warum der mich nicht entdeckt hat, weiß ich echt nicht. War es okay. Hallo. Wum bum 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 bum. Los so! Alles wird wieder gut. Die sehen uns. Du bist der Letzte, also will der eine machen. Dank, Fürst Sakai. Bringt euch in Sicherheit. Seid vorsichtig. Super. Wir teilen, hungern wir alle. Wenn wir teilen, hungern wir alle. Ja, hungert ihr alle nur ein bisschen, würde ich sagen. Und wenn ihr zusammenarbeitet, kann auch jeder genug anbauen und helfen, damit ihr auch alle satt werdet. Ich meine, komm schon. Super. Yeah. 21 von 24. So sieht's aus. Fallensteller, Fallensteller, Bogenmacherin. Also was haltet ihr denn von dem Langbogen? Scheint irgendwie zwar eingeschaltet, aber alle geschlafen zu haben. Tadayori Nagao wäre auf diesen Bogen neidisch. Euch fehlen die benötigten Materialien. Alter, Vorrat und Bambus. Boah, leck mich doch. Wie groß der ist, ne?
So, jetzt will ich mal gucken, ob ich noch irgendwas beim Fallensteller machen kann. Seht euch an, was ich für euch tun kann, mein Herr. Rauchbombe, Haftbombe. Nur das Beste für euch. Munition und Ressourcen. Nicht genug Vorräte. Ah, verkaufen? Nee, brauche ich nicht. Ihr habt meinen Dank. Ich bringe eine Opfergabe. Das ist schön. Geschenkaltar. Rasen wir das doch immer ab. Ja, ich finde auch. Finde ich gut, dass sie da ein bisschen eingesetzt haben. An sich, so für Attentate oder so, ist der. Wer nicht hungert? Yasunori. Der Kurzbogen wesentlich besser, aber der Langbogen, der haut schon ordentlich rein. Der macht schon gut Aua-Bohaua. Ich glaube, die Mongolen fürchten unsere heißen Quellen, Fürst Sakai. Sie meiden sie. Vielleicht mögen sie keinen Schwefelgeruch. Oder fürchten ein Bad, mache sie krank. Hoffentlich bleibt das so, mein Herr. Der einzige Krieger, der sich in Tsushimas heißen Quellen stärken sollte, seid ihr. Das bestreite ich nicht. Generell, finde ich. Was ist denn? Wir sehen zu euch auf. Du hast doch geschrien, Hilfe, irgendwer. Ich habe genau wiederholt, was denn... Mein Herr, Strohhut-Ronin greifen neuerdings Reisende in Kubara an. Mehr von Ryosos Verrätern. Vergießen unschuldiges Blut mit den Mongolen. Meine Verwandten wohnen nahe dem Gasthaus an der Küste Akashimas. Hoffentlich sind sie sicher. Ich gehe zum Gasthaus und erledige diese Verräter. Auch wieder da oben. Also wir finden jetzt gut, das Spiel sagt uns schon, dass wir nach Toyotama müssen. Aber ich bin hier in Isuna noch nicht in Isuhara noch nicht fertig. Sag ich ganz ehrlich. Die Frage ist jetzt nur, wo finde ich noch was? 21 von 24. Hier ist noch einiges unentdeckt. Das sieht doch nach was aus. Hier, Wandererpass. Machen wir mal hier hin. Obwohl hier auch wenig. Machen wir mal das, aber vorher will ich noch mal auf Toilette. Dann beende ich die Aufnahme auch mal für YouTube, weil ihr müsst ja nicht sehen, wie ich im Standbild rumwimmel. Ich habe keine Ahnung, wie lange. Das ist jetzt der vierte Part am Stück. Ich weiß nicht genau, wie lang der jetzt ist. Weil die Recording-Zeit immer dauerhaft gezeigt wird, aber nach 40 Minuten macht der automatisch einen Cut. Also, es kann sein, dass es ein kurzer Part wird. Ist dann halt so. Muss ja nicht immer 40 Minuten sein. Bis zur nächsten Aufnahme YouTube und Chat, bis gleich.